So, hallo. Ich habe von Stefan 0719 zwei Radios zum Geburtstag bekommen. Die hat er mir gekauft. Das wäre jetzt das eine Radio. Und das wäre das zweite Radio. Ist ein kleines Mittelwellenradio, um das kümmere ich mich später. Und das Radio, das war ganz, ganz, ganz leise und man hat so gut wie gar nichts gehört und hat dann eigentlich fast komplett ausgesetzt. Und jetzt habe ich an dem Radio einen Kondensator getauscht, und zwar das war der hier, der war hier. Das ist der Original, der drin war. Das ist ein, was steht drauf? Ups, fokussiert. 100 mF 10 Volt, also 100 μF 10 Volt von irgendeiner komischen Firma, Kunststoff, und der hat einen Kurzschluss gemacht. Hat sogar das Radio 50 mA gezogen. Und jetzt ist der getauscht. Jetzt geht das Radio mal an. Ich habe nur den einen getauscht. Und das Radio ist immer noch sehr, sehr leise. Man hört es, aber es ist sehr, sehr leise. Und die anderen Alkos hier, von dem gleichen Typ, wie der da oder der da, oder der da, die sind auch defekt. Das Radio ist ausschließlich mit Germanium-Transistoren bestückt, und zwar mit 9 Transistoren. Hat UKW und Mittelwelle. Und ist echt sehr alt. Ich werde jetzt mal nach und nach die ganzen Koppelkondensatoren tauschen, also wie den da und den da. Und dann mal gucken. Den 30 mF 10 Volt tausche ich durch einen 33 μF 10 Volt. Okay. Den habe ich gerade da ausgelötet. Das ist eine 5 μF 10 Volt, also 5 μF. Ja. Den tausche ich durch einen 4,7 μF 16 Volt. Plus war rechts, also löte ich den neuen genauso wieder ein wie der alte drin war. Die Polung, da muss man aufpassen bei den Alkos. Und so tausche ich jetzt mal nach und nach alle Alkos durch ähnliche Werte. Okay, hier war ein Alko drin, das ist der da, der 100 μF 10 Volt, und der ist auch schon ausgelaufen, sieht man hier. Warte, sieht man es, da ist es ausgelaufen, das weiße Zeug da, und auf der Platine hier sieht man auch, dass er ausgelaufen ist. Den werde ich auch tauschen. Und damit hätte ich dann alle Alkos getauscht, wenn ich die jetzt noch getauscht habe, und dann kann ich mal das Radio probieren. Alles, was Alkos sind, sind neu. Alles andere ist noch original. Aber die Alkos sind alle... Ah, da ist ein Alko noch, den habe ich noch vergessen, den sollte ich auch noch tauschen. Also den da und den da. Also die Alkos, die sind alle so ziemlich kaputt. Alle, die drin waren. Ja. Ich habe jetzt alle Alkos getauscht. Das da wären die alten Alkos, und man sieht hier schon, dass die Teile schon ausgelaufen sind. Die sind irgendwie mit irgendwas zugegossen, und auch Alubecher. Vielleicht zerlege ich die mal noch, die alten Alkos. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, war das nicht 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Alkos. Ich habe gehofft, einen drin zu lassen oder so, aber ich musste echt alle tauschen. Sogar den parallel zur Batterie musste ich tauschen, weil der schon ausgelaufen war und warm wurde. Daher, ja, alle Alkos getauscht durch neue. Jetzt die Batterie dran klemmen. Meine 9 Volt Block Batterie dran klemmen oder 9 Volt Block Akku. Kontakt müsste der nur haben. Mal ein bisschen das hinbiegen, dass es Kontakt hat. Der Batterieclip. Der hat nicht so gut Kontakt. Ah, jetzt, genau. Und man merkt jetzt schon, dass der auch sehr laut ist. Sehr, sehr laut ist, ja. Dann schalte ich mal den Sender ein hier. Ich habe den Sender noch jetzt zu einschalten. PLA-Sender 7. Okay, und der müsste jetzt am Anfang der UKW-Skala sein. Da ist er auch. Ich empfange ihn irgendwie einmal live, zweimal.
Station. Das ist mein eigener Hobby Center und das Radio ist echt sehr, sehr laut. Das steuert schon. Also mit neuen Alkurs geht da was. Das ganze Teil ist wirklich nur mit Germaniumtransistoren ausgestattet und zwei Germaniumdioden. Da sind zwei Germaniumdioden hier. Ah, da ist noch ein alter Elektro drin. Den habe ich noch drin gelassen. Habe ich doch noch einen übersehen. Das ist ein 5 MF. Vielleicht sollte ich ihn noch tauschen. Aber ich lasse ihn mal drin, solange das Radio noch gut geht. Also ein einziger ist noch drin. Das wäre die Endstufe, die 2, die den Trafo im Gegentakt ansteuert zum Lautsprecher. Die 2 werden angesteuert über den Trafo von dem Transistor. Der Transistor wird angesteuert über den Transistor. Und ja, die Alkurs waren kaputt, also der und der. Weshalb der sehr, sehr leise war. Und der Alkur war kaputt, der hat den Kurzschluss. Und der Alkur war auch kaputt, der leitet auch das Audiosignal auf Masse. Und ja, das ist der Alkur, der auch fast einen Kurzschluss hatte, der schon ausgelaufen war. Der parallel zur Batterie ist. Ja, so wie es aussieht, funktioniert es ganz gut. Also Transistoren haben wir hier die beiden im NF-Zweig, dann den hier, der über den Trafo die 2 ansteuert, dann den hier, der den ansteuert, dann hier der Lautstärkeregler und dann, ja, bei AM geht es glaube ich über die Dioden hier, ZF und so. Ja, dann die beiden Transistoren, das wären die UKW-Transistoren für UKW und FMD-Modulation. Und hier 1, 2, 3 ZF-Transistoren für die Zwischenfrequenzen und Mischer. Das sind alles Germanium. Ja, dann diverse Filter zum Einstellen. Hier und so. Ja, schaut alles ganz gut aus. Dann die Spule. Ich setze sie mal für UKW auch noch mit dem Kern. Ja. So, von der Qualität her ganz gut. Dann baut das Radio mal wieder zusammen. Ich bin froh, dass es funktioniert. Auf UKW funktioniert es und auf Mittlerwelle funktioniert es auch. Ja.